Denken über Freiheit der Christenmenschen, kann man die heutige Überschrift wie eine Kässethese sehen. Liturgie gewährt Freiheit. Das ist aber keinesfalls eine Behauptung, sondern ich finde, das ist eine Tatsachenbeschreibung. Aber wie findet man dahin? Verbinden wir nicht oft genug, gerade wenn wir so an innerkirchliche Diskussionen denken, Auseinandersetzungen, Liturgie ist da in den letzten 50 Jahren geradezu ein Schlachtfeld geworden, mit vielen Verletzten, mit vielen Verwundeten, mit viel Krach. Ist es dann nicht so, dass wir als erstes mit Liturgie verbinden Reglement, Restriktion, Rubriken? Zumindest verbinden wir das, wenn wir das ideologisch aufblenden. Ja, das Trient und was dann so kam, ist alles geregelt. Die Vielfalt der Liturgie wurde vereinheitlicht. Alles wurde auf römischen Kurs getrimmt. Man kann das sogar in einer gewissen Vereinfachung so sagen, obwohl es dann auch wieder nicht stimmt. Und dann so ein leichtes Morgenglühen, Ende des 19. Jahrhunderts, Prosper Géranger und das, was dann als Baudouin aus dem benediktinischen Bereich, was dann so als liturgische Bewegung ja keinesfalls nur führende Kreise erfasst hat, sondern sehr breit verwurzelt war, parallel zur biblischen Bewegung. Und das schlägt sich endlich im Zweiten Vatikanischen Konzil nieder. Die große Befreiung, der große Befreiungsschlag in puncto Liturgie, kann man so sehen. Trotzdem haben wir heute immer noch, vorne liegt sowas, wir haben immer noch ein Buch, wir haben immer noch ein Reglement, wir haben immer noch einen Ritus und wir haben Rubriken. Also, hat sich gar nichts geändert? Ich befürchte, dass ich Sie manchmal ein bisschen langweile. Und zwar dadurch, weil ich immer wieder die gleichen Namen zitiere. Gerade auf diesem Feld der Liturgie könnte man jetzt wahrhaftig ganz viele Namen bringen. Ich bleibe trotzdem, ich habe zwei ausgewählt, bei diesen beiden Namen, weil sie für etwas stehen. Es wäre leicht, jetzt viele Namen, auch prominente Namen zu nennen, die mit der erneuerten Liturgie oder mit der neuen Liturgie, je nachdem wie man das beurteilen und bewerten will, hart ins Gericht gehen. Ich wähle aber bewusst zwei Namen, die sich sehr für diesen Aufbruch, der mit dem letzten Konzil verbunden war, identifiziert haben. Die aber dann schon in der Umsetzung und in der Konkretisierung des Aufbruchs nicht müde wurden, davor zu warnen, in ihren Beobachtungen, was dann wirklich geschah. Ob denn das wirklich den Absichten des Konzils entspricht. Der eine Name, der einer Frau, ist Ida Friederike Görres, die in ihrem letzten Buch sehr deutlich von den Abbruchkommandos in der Kirche geschrieben hat. Und die sehr realistisch beobachtet, die Entwicklung geht nie geradlinig und eingleisig, wie man gern tut, sondern die Entwicklung geht in Zickzack und in Spiralen. An der nächsten Kehre aber muss das alte, wahre wieder vorhanden sein, deutlich und greifbar für die Suchenden. Und es darf nicht im Müllschlucker zermahlen werden. Das geistige Kabelstück, mag es ober- oder unterirdisch verlegt werden müssen, die Rechte der Überlieferung auch gegen und ohne die herrschende Macht der Zeit zu sichern, ist ein ewiges Gebot der Stunde. So zitiert sie einen Zeitgenossen. Dies ist vor allem zwei Trägern anvertraut, sagt sie, dem bischöflich-päpstlichen Lehramt und den Kleinen im Gottesvolk. Die erste Instanz, so Görres, versteht sich von selber. Müsste man heute auch nach 40 Jahren schon ein großes Fragezeichen dahinter machen. Auf die zweite hat der selige John Henry Newman hingewiesen in einem berühmten Aufsatz, der ihm viel Scherereien eingebracht hat. Er beobachtete die ungeheuren Wirren der arianischen Häresie
also diese Irrlehre, die durch Arius in die Kirche gekommen ist, im 4. Jahrhundert, hat die Kirche zerrissen. Es handelt sich um die Söhne und um die Enkel der Märtyrergeneration. Und beinahe in ein Chaos einander befehdender Parteien und Sekten gestürzt. Sogar ein Großteil der Bischöfe fiel von der kaum durch die Verfolgenden hindurch geretteten Lehre ab. Das Volk, die Ungelehrten, die kleinen Leute waren es, die durch dick und dünn den vollen Glauben der Väter festhielten und weitertrugen. Sie setzt in Klammern, allerdings waren sie noch nicht durch Massenmedien verdummt, schreibt sie bereits Anfang der 70er. Newman spricht von einem Sensus Fidelium, das heißt einer Sensibilität des für den Glauben, der Glaubensinstinkt der Getreuen. Eine kindliche Weisheit, ein Instinkt für die Wahrheit und eine Inspiration des Heiligen Geistes, die sich durch einen nicht rational erklärbaren Abscheu vor dem Irrtum äußert und sich im Gebetsleben, in Andachten, Gebräuchen und in einer noch nicht zur reinen Kommissionssache gleichgeschalteten Liturgie kundtut. Ein zweiter Name ist Pater Bouyer, Louis Bouyer, ein großer Oratorianer, Konvertit, saß in solchen Kommissionen, beim Zweiten Vatikanum, in der Umsetzung in seinem Heimatland Frankreich und ist im Grunde genommen entsetzt über das, was er dann beobachten muss. Hören wir kurz auch seine Stimme. Man hat die Dinge leicht gemacht, unter dem Vorwand, den Gläubigen entgegenzukommen. Man hat sich die nötigen Anstrengungen geschenkt, sie für das authentische Gotteswort in der authentischen Tradition zu öffnen. Mehr und mehr ist damit die Liturgie zu einem Ausdruck der Teilnehmer geworden, so wie sie sind und nicht so, wie Gott sie haben möchte, verwandelt durch den liturgischen Vorgang in den Sohn hinein. Vergisst man das, so wird der Gottesdienst zu einer simplen Konsekration der Menschheit, so wie sie ist, unkritisch und vor allem unverwandelt. Eine Art Kult des Menschen ist unbewusst an die Stelle des Kultes Gottes getreten. Ein Mann, der sich erschlagen ließ für die liturgische Erneuerung, wie er auch in diesen kritischen Bemerkungen betont. Liturgie gewährt Freiheit. Liebe Schwestern und Brüder, wir sind jetzt auch nach solchen Bemerkungen schon wieder eine oder zwei Generationen weiter. Und das Problem ist nicht behoben. Das hier markierte Problem ist zur Normalität geworden. Die Folge? Leere Kirchen. Die Menschen bleiben weg. In dem, was man angeblich in einem großen Befreiungsschlag der Liturgie angetan hat. Dass wir endlich auch in der Liturgie frei sind, freie Christenmenschen. Wir haben schon entdeckt, welche Denkungsart dahinter steht. Es ist kein christlicher Geist, der dahinter steht, weil er frei von denkt und nicht frei zu. Wir sprechen von Liturgie und benutzen dieses Wort in einer Art Nominalismus. Lassen Sie uns ein beliebiges Treffen innerhalb der Kirche veranstalten und wir sagen Liturgie. Und wir bestehen dann darauf, dass jeder und jede erklärt, was das ist. Wir werden erstaunt sein. Ich bin ganz sicher, ich mache öfter solche Erfahrungen und ich sehe an der Reaktion, nicht nur ich. Da versteht jeder etwas anderes darunter. Was ist Liturgie? Bis in offizielle Papiere hinein, etwa wenn ich die Synodentexte anschaue, die sich nicht ausdrücklich zur Liturgie äußern, aber es kommt auch vor. Was ist das denn überhaupt, Liturgie?
Wir benutzen dieses Wort so selbstverständlich. Wir reden darüber, stellen Postulate an die Liturgie, ohne zu wissen, worüber wir sprechen. Wir können das immer an konkreten Beispielen am besten verstehen. Eine der großen Entdeckungen der liturgischen Erneuerung war, dass wir nicht als Menschen sozusagen einen Kult betreiben, um Gott gnädig zu stimmen. Wir wären ja sozusagen dann verlängerte Baalspriester. Wir kennen diese Geschichte aus dem Buch der Könige. Wir hüpfen da um den Altar herum und rufen: Baal, erhöre uns. Also wir strampeln uns ab für den lieben Gott. Und dann gucken wir mal und warten wir mal ab, was passiert. Das wusste das Alte Testament schon, dass das Götzendienst ist. Aber viele haben immer noch dieses Bild im Kopf, auch von der katholischen Liturgie. Es war eine der großen Entdeckungen, liebe Schwestern und Brüder, zu sagen, eigentlich geht es genau andersherum. Die große Befreiung in dieser Entdeckung, auch im Lesen der alten Quellen, war, ja, aber das Erste ist doch, dass Gott an uns handelt. Gott sitzt nicht irgendwie im Himmel und da bequemt er sich. Und was machen Sie denn da unten? Oh ja, muss schon ein bisschen mehr kommen, dass ich da jetzt irgendwie... Das ist eine merkwürdige Vorstellung. Nein, Gott ist initiativ. Gott ist aktiv. Gott handelt an uns. Das war die erste, wie ein Blitz dann beinahe, diese Erleuchtung. So sagen wir, es geht gar nicht darum, in allererster Linie, was wir machen, sondern was Gott tut. Man kann das dann wunderbar lesen in liturgischen Aufsätzen über katabatisches und anabatisches Verständnis. Also Gott neigt sich herab und erst dann geben wir Antwort. Alles wunderbar, ist alles gut und Papier ist geduldig. Wir haben es alles richtig verstanden. Merkwürdig nur, dass auf dem Boden dieses befreiten Verständnisses ein Aktionismus blüht, der die Baalspriester richtig schwach aussehen lässt. Wer nicht seinen Auftritt hat in dieser Liturgie, wer nichts vorlesen darf, wer nicht einmal um den Altar gesprungen ist, wer nicht wenigstens Kommunion austeilt, wer nicht beauftragt ist zu einem bestimmten Dienst, ja, bitteschön, das ist ja nichts. Da sind wir ja gar nicht aktiv. Aber es geht doch um Participatio actuosa, sagt das Konzil, um aktive, tätige Teilnahme. Aber ich darf gar nichts machen. Der Pastor macht immer noch alles allein da vorne. Also keine Liturgie. Ist das nicht ein merkwürdiger Widerspruch? Wir fühlen uns zunächst befreit, indem wir uns in einer Passivität, in einer heilsamen Passivität, dem Handeln Gottes aussetzen sollen. Es geschieht etwas an uns. Mein Gott, in einer Welt, in der wir permanent am Machen sind, wo wir permanent irgendwelche zu Hause, irgendwelche Schrauben nachziehen, irgendwas renovieren, irgendwas schreiben müssen, irgendwas leisten müssen, um uns selber zu beweisen, damit wir noch in den Spiegel kommen müssen, gibt es einen Ort in der Welt, liebe Schwestern und Brüder, das ist die Liturgie, in der wir mal nichts machen müssen. In der etwas an uns geschieht. Und wir dürfen es an uns geschehen lassen in der Gewissheit, wir werden nicht manipuliert, wie in den berühmten Massenmedien. Es soll uns nichts verkauft werden. Es geht nicht ums Geld. Es geht um unser Heil. Es geht darum, dass wir gesund werden. Dass unser Leben wieder einen Sinn bekommt. Dass wir so Gott an uns handeln lassen, dass wir wieder zu Atem kommen. Und dass wir wieder merken, ich bin ein Mensch. Ich weiß wieder, wozu ich da bin. Das Leben hat einen Sinn. Ich kann den nächsten Schritt gehen. Nein. Wir ziehen krampfhaft diese Macherwelt in den Gottesdienst hinein und zerstören ihn damit. In der Liturgie gelten andere Maßstäbe. Nicht die von Raum und Zeit. Selbst die sind aufgehoben, in der unsere Welt gemessen wird. Es gelten eben nicht unsere Maßstäbe, sondern es gelten die Maßstäbe Gottes. Es gilt seine Zeit, die nicht in Jahren gerechnet wird, wie die Psalmen schon sagen.
1000 Jahre sind vor Gott wie ein Tag. Also, wie schnell ist so ein Tag vorbei? Das sind die Maßstäbe Gottes. Und dann hören wir immer dieses Zauberwort im besten Sinn, heute. Das ist ein Signalwort. Gott aktualisiert sich in diesem Heute, in unsere Situation jetzt hinein. Auch jetzt gleich, wieder in der Eucharistie oder wenn er im Wort des Evangeliums oder des Propheten zu uns spricht. Wir werden sozusagen angesogen von dem Heute Gottes, von der Zeit Gottes. Und dann hören wir und lesen wir wieder und beteiligen uns daran, wir müssen die Liturgie aktualisieren. Tja. Wir müssen, der Gottesdienst muss heutig sein, heißt das dann. Und was machen wir dann? Wir lassen den lieben Gott Gott sein. Der ist ja auch, da wollen wir nichts übertreiben, ist ja nicht so wichtig. Ja? Können wir auch mal ein bisschen beiseite stellen. Wie so einen Götzen, wie so einen gold angestrichenen Baal oder so einen roten Phallus von einem Fruchtbarkeitsgott, den wir an die Seite schieben. Den gucken wir jetzt mal nicht an. Gucken wir später wieder an, jetzt nicht. Jetzt sind wir mal dran. Und dann ziehen wir aktualisierend unsere Welt, so wie sie ist, in die Kirche hinein. Und merken, nach kurzer Zeit fangen wir an zu gähnen. Wie kennen wir alles schon? Das haben wir auch zu Hause. Diesen Zinnober haben wir zu Hause im Wohnzimmer. Den haben wir, wenn wir ins Internet gehen, den haben wir, wenn wir den Fernseher einschalten. Den haben wir, wenn wir die Zeitung aufschlagen, den haben wir, wenn wir mit der Nachbarin reden. Alles schon bekannt. Nichts Neues unter der Sonne, könnten wir mit Kohelet, wenn es biblisch sein soll, sagen. Und das nennen wir Aktualisierung? Todlangweilig ist das. Nichts Neues. Kein Impuls, keine Chance zur Veränderung, keine Kreativität. Denn die kommt nicht von uns. Wir kochen immer nur mit unserem bisschen Brühe, mit diesem seichten Wasser, mit den paar Pipi-Tropfen, die wir da anzubieten haben. Aber nicht mehr. Der Strom des Lebens, wir haben es diese Woche noch in den Lesungen gehört, geht vom Tempel aus, vom wahren Heiligtum. An diesem Strom des Lebens wird alles lebendig, wird alles fruchtbar. Dieser Strom, der zunächst nur als kleine Quelle an der Südseite des Tempels hervorsickert, wird zu einem großen Fluss, von dem alle leben können. Beginnen wir zu ahnen, liebe Schwestern und Brüder, was es bedeutet, wenn wir sagen, und so versteht sich die Liturgie, Liturgie gewährt Freiheit. Was heißt das? Das heißt zunächst Freiheit von uns selber, von dem, worunter wir leiden, von unseren Sackgassen. Es heißt Freiheit von unserem elenden Subjektivismus. Können wir immer hören. Das gibt mir nichts, das sagt mir nichts. Das sagen wir aber nicht nur von der Liturgie, das sagen wir manchmal auch dem Ehepartner. Du sagst mir nichts mehr. Aha, ist offenbar kein Problem von Liturgie. Ist ein menschliches Problem, weil wir nicht in der Lage sind, über uns hinauszusteigen. Aber nichts anderes fordert Christus von uns. Jedes Wort, das er spricht, ist das, Selbstübersteigung, die eigenen Grenzen zu verlassen, die eigenen Limits zu überschreiten. Anders wird das nichts. Wie können wir anders von Liebe sprechen? Weshalb scheitern so viele Beziehungen? Weil man nur in sich selber verliebt ist und den anderen nutzt als Instrument zur Erfüllung der Eigenliebe. Das ist das Problem. Das ist das Problem in Ehen, in Freundschaften, in Beziehungen und in der Liturgie und Gott gegenüber. Wir mögen uns halt selber so gern. Weshalb wird Jesus nicht müde, uns aus dieser Falle herauszurufen, uns herauszulocken auf die unterschiedliche Weise, mit harten Worten vom Kreuz tragen, mit den harten Worten von wer sich nicht selbst verleugnet, kann das Leben nicht finden. Und mit solchen, mit denen er uns lockt. Kommt, die ihr mühselig und beladen seid. Kommt. Ich will euch Ruhe verschaffen. Ich verschaffe euch Erquicken. Ein Aufatmen will ich euch geben. Und wir?
Wir verschließen uns oft in uns selber. Liturgie gewährt Freiheit von diesem Subjektivismus, von Egoismus, auch von Klerikalismus. Nie war die Liturgie klerikaler als heute. Ausgeliefert den subjektiven Ergüssen eines Zelebranten. Das hat es in der Kirchengeschichte so noch nie gegeben. Aber heute ist es so. Auch eine Gemeinde muss geschützt werden. Jede und jeder von Ihnen, der und die kommt, hat ein Recht darauf, geschützt zu werden vor den Launen und der Willkür eines Zelebranten. Oder, wir können es gerne demokratisieren, vor dem Liturgieausschuss. Oder vor der Liturgiekommission eines Bistums oder einer vatikanischen Liturgiekommission. Wir haben ein Recht darauf, davor geschützt zu werden, weil es hier um Gott geht, nicht um Kommissionen. Und wo Gott ist, da ist Freiheit. Und wo Gott ist, finden wir die Wahrheit unseres Lebens, über die wir dann nächste Woche noch abschließend nachdenken.